Hallo Leute und willkommen hier bei MiAppleCat und bei dem ersten Bauvideo vom Aliens Xenomorphen von Xingbao. Das Unboxing habe ich euch bereits gezeigt, könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Und jetzt starten wir mit Bauabschnitt Nummer 1. Wir haben 1, 2, 3, 4 und, könnt ihr nicht sehen, 5 Tellerchen, wo ich die Teile für den ersten Bauabschnitt verteilt habe. Und wir legen dann direkt mal los. Und wir sehen schon, was wir bauen werden. Und zwar wird das hier die Grundplatte, wo unser Xenomorph nachher drauf stehen wird oder zumindest mal der Kern davon. Ich habe hier auch nochmal die Aufkleberchen, aber ich weiß nicht, ob die direkt hier schon im ersten Bauabschnitt drankommen. Ich lasse sie einfach mal in der Anleitung und dann legen wir mal los auf Seite 4 von insgesamt 203 Seiten. Ich freue mich, auf geht's! Nachdem ich jetzt hier so ein paar Steine schon verbaut habe, kann ich mal ja so ein erstes Fazit zu den Xingbao-Steinen und Platten abgeben. Und das ist erstmal ganz gut. Also die lassen sich gut verbauen, haben eine ordentliche Klemmkraft, wirken allerdings, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, wenn ich mal hier so einen ganz normalen Stein nehme, ja, die wirken irgendwie ein bisschen sehr, sehr leicht. Also die kommen mir irgendwie leichter vor wie die anderen normalen Steine, die man so gewohnt ist, aber lassen sich dennoch gut verbauen. Was sie nicht haben, ist ein Branding. Da steht nirgendwo Xingbao drauf oder irgendein Symbol, irgendein Zeichen. Nee, da ist gar nichts drauf. Also ungebrandet sozusagen, aber sie lassen sich gut verbauen. Und eine Sache ist mir hier noch direkt mal ins Blickfeld gefallen. Und zwar das Steinchen hier, das ist verschmutzt. Da war also aus dieser Druckgussform ja die schwarze Vormasse noch nicht komplett draußen, wurde nicht ganz ordentlich gereinigt. Und deswegen ist das Grau jetzt hier verschmutzt. Also das ist nicht auf dem Stein drauf, sondern in der Masse drin. Das ist jetzt quasi grau-schwarz marmoriert. Ja, nicht weiter tragisch, aber da sieht man eben schon, ja, was die kleinen Qualitätsunterschiede sind, wenn sowas mal passiert. Ansonsten, ja, lässt sich gut bauen. Hier haben wir den aktuellen Baufortschritt, einfach nur ein paar Platten auf der Unterseite und dann ein paar Steinchen obendrauf. Wir bauen also das Plateau, auf dem der Alien dann stehen wird, hier immer weiter auf. Und ja, ich wollte euch nur mal einen kurzen Zwischenstand geben. Ein bisschen was ist hier noch übrig in den Tellerchen, also machen wir weiter, oder? Ja. Tja, 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 mir fehlt ein Teil und das schon hier bei Bauabschnitt Nummer 1. Ich bräuchte ja hier so eine kleine Platte und zwar eine 1x4er Platte, denn die muss, hier unten kann man sehen, in die Lücke rein. Also ich nehme es mal hier eben raus. Genau so eine 1x4er Platte hier bräuchte ich nochmal. Ist jetzt nicht, ehrlich gesagt, schlimm, dass die jetzt nicht mehr dabei ist, denn da kommt eh hier so ein Stein drüber und mein Gott, dann ist hier eben eine Lücke. Das stört jetzt den weiteren Bau nicht, aber ja, fehlen ist eben fehlen und die fehlt mir auf jeden Fall. Das ist schon mal ein wenig unglücklich. Ansonsten, ja, lässt es sich ganz gut bauen. Einmal habe ich mich tatsächlich hier schon verbaut, indem ich hier diese Platte, die hier so schräg an der Seite raus oder die hier über die Seite hinaus steht, die habe ich zu weit nach innen gebaut und dann hat hier das ganze Noppengedöns hier nicht mehr ganz gepasst. Also ihr seht schon, wir haben hier ganz viele Bauumkehren, die hier gebaut wurden, damit wir hier vorne dran nachher noch die ganze Verkleidung dran packen können mit den ganzen Fliesen, die wir hier noch haben, damit das auch schicki aussieht, aber ich habe mich eben verbaut, denn die Bauanleitung, die ist zwar gut, aber das ist keine solche, ich sag mal, Kinderbauanleitung, da muss man schon ein bisschen genau hinschauen, denn ihr seht hier keine Farbkodierung, wo was hinkommt, sondern ja, es gibt nur die Pfeile und da muss man schon sehr genau hinschauen, gerade wenn es wie hier sehr viele Teile in einem Bauabschnitt sind, das sind 9, 11, 13, 15 graue Bausteine, die hier in einem Bauschnitt kreuz und quer hier reingebaut werden. Denn das Muster, ja, es ist schon ein bisschen, keine Ahnung, warum das so gewählt ist, dass wir hier noch so kleine Freiräume drin haben, denn im nächsten Bauabschnitt wird hier alles komplett verkleidet. Wahrscheinlich einfach nur, um Bausteine zu sparen. Auf jeden Fall hat man dann hier ein ganz bestimmtes Muster, das man hier bauen muss. Da muss man sich schon ein klein wenig konzentrieren. Geht aber, macht Spaß, geht. Ist ja auch schön, wenn es nicht ganz so, ich sag mal,
ultra kleinteilig erklärt ist, wie das hier bei Lego der Fall ist meistens. Die haben ja Bauabschnitte, da habt ihr eine große DIN A4 Doppelseite und tragt dann 4 Bauteile auf euer Set auf. Ja, das ist natürlich, mag ich so dann doch lieber. Ein klein bisschen mehr Herausforderung, ein klein bisschen mehr Konzentration. So, werfen wir noch einen kurzen Blick auf den aktuellen Fortschritt. Ihr seht hier diese Technik-Achsen, diese kurzen, da kommen später die Füße drauf vom Alien und das ist jetzt also hier schon gebaut. Rundherum können wir nachher irgendwelche Plaketten anbringen und Fliesen anbringen, einmal hier unten an der Seite, einmal hier vorne natürlich und hier oben, das wird noch verkleidet und ja, was jetzt hier ist, ob da noch was reinkommt, keine Ahnung. Also machen wir noch schnell weiter mit dem Ende des ersten Bauabschnittes. Seite 15, Bauabschnitt 1 ist beendet. Da haben wir unser Plateau stehen, unseren Standfuß. Wir haben jetzt hier oben alles schön mit diesen Fliesen verkleidet und die sind qualitativ, ja, in Ordnung, würde ich mal sagen. China-Lego-typisch natürlich. Ich schaue mal, ob ich das hier irgendwie ordentlich einfangen kann. Sind die natürlich mal wieder schön zerkratzt. Also da habt ihr keine schöne Qualität, dass hier die Oberfläche tipptopp in Ordnung ist. Ich glaube, so kann man es ganz gut erkennen im Licht. Sind also, wie man das eigentlich gewohnt ist, zerkratzt. Aber ansonsten, ja, geht in Ordnung. Ich meine, für so einen ranzigen Xenomorphen wird es schon ausreichen, um drauf rumzustehen. So sieht das Ganze von vorne aus. Da haben wir über die ganzen Bauumkehr-Nupsis hier noch die lange Platte einmal drüber gezogen, damit dann dort weitergebaut werden kann. Und ich habe ja gesagt, dass hier unten mir das Teil fehlt. Und das war natürlich total falsch. Es fehlt nicht, es ist nur ja, zu groß. Ich habe ja hier einen 1x4er gebraucht, der hier reinkäme. Und habe einen 1x6er hier über gehabt. Also ja, kann man sich jetzt aussuchen. Den entweder in die Ersatzteilkiste schmeißen oder einkürzen. Ich lasse natürlich das sein mit dem Einkürzen. Die Lücke hier stört nicht weiter. Aber das Teil war auf jeden Fall mal hier falsch dabei. Kommt in die Ersatzteilkiste und wir haben Bauabschnitt Nummer 1 damit beendet. Bauschritt Nummer 2 steht uns bevor und wir sehen nochmal viele, viele helle Teile. Ja, die letzten hellen Teile, die wir hier im Bau haben werden. Denn, wie gesagt, hier wird der Standfuß jetzt schön umbaut. Das ist der aktuelle Stand und das Ding wird, ich denke mal, ja, bestimmt doppelt so breit nochmal werden. Also legen wir direkt mal los. Ah, aber bevor ich loslege, ein Teil will ich euch zeigen, das ist mir direkt hier ins Auge gefallen. Und zwar das hier ist Alien Sabba. Ja, das Teil und zusammen mit diesem kleinen transparenten Rundstab, das kommt hier nachher so drauf und ich weiß noch nicht genau, wo es dann hier hinkommt, aber auf jeden Fall ist das hier ja der Speichel, der dem Alien aus dem Mund läuft und dann eine kleine Pfütze bildet. Oh, ist doch mal interessant, oder? Wollte ich noch erwähnt haben. So, jetzt aber los. Das habe ich jetzt bisher gebaut. Das wird quasi ein Vorsatzstück, das hier an diese Basis drankommt. Und das sind ja 20 mal die gleichen Teile, die hier zusammengesteckt werden. Anschließend werden die hier hinten nochmal mit diesen beiden Langfliesen dann verbunden. Und vorne haben wir nochmal ein paar Noppen für weitere Verkleidungen. Aber das eigentlich Interessante oder Ungewöhnliche ist, wie das jetzt hier an der Basis befestigt wird. Nämlich, wir haben hier diese Bauumkehr mit den Noppen. Und dann würde man ja denken, dass da irgendwie auch was dran gesteckt wird. Denn wir haben ja eben, ja, Noppen zum irgendwas dran stecken. Wird aber nicht. Ich habe extra jetzt zweimal hier nachschauen müssen. Das wird einfach, also das Teil kommt hier dran. Und da sind ja keine Noppen, die sind ja verkleidet mit Fliesen. Das kommt aber dann einfach hier so dran. Dient quasi als Schiene. Und hier an der Seite sieht man dann, wie das etwas eng zuläuft und da kontern wir das jetzt mit den Teilen, die hier einfach so drüber gebaut werden. So in etwa geht dann mit zwei Händen natürlich besser. Ja, das kommt dann hier so drauf, das Teil, und dann ist es befestigt. Boah, fand ich ganz interessant. Damit hätte ich nämlich nicht gerechnet, dass auf die Noppen nichts drauf kommt, sondern einfach nur hier diese glatten Teile da gegengesetzt werden. So, das wollte ich kurz erwähnt haben. Weiter geht's. Also entweder bin ich jetzt hier zu blöde zum Bauen oder da ist ein Fehler in der Bauanleitung.
Und zwar bei dem Teil, das ich euch eben schon gezeigt habe, hier fertig zum Ansetzen. Als ich da hier diese Platten drüber bauen wollte, hat es nicht gepasst. Denn hier diese Noppensteine, die hier so mit der Bauumkehr angebracht wurden, die haben nicht so gesessen, dass die hier eben gepasst haben, für diese Platten drüber zu setzen. Dann habe ich mir die Sache nochmal ganz genau angeschaut. Ihr seht, man muss hier ganz viele von diesen weißen Teilen, 20 Stück, übereinander setzen. Immer zwischendrin dann hier diese Bauumkehrsteine. Und ja, das baut man, baut man, baut man. Und ganz zum Schluss setzt man zwei gleichgebaute Teile hier zusammen. Und dann werden die angesetzt. Aber ich habe es jetzt ganz ehrlich dreimal probiert, genau nach Anleitung. Genau abgezählt, wie viele es sind, bis dann hier so ein Bauumkehrstein kommt, wieder gezählt, Bauumkehrstein. Und das hat nicht gepasst. Das ist hier falsch in der Anleitung. Es funktioniert einfach nicht. Ich habe es dann ja selbst sozusagen passend gemacht und keine Ahnung, also irgendwas ist hier komisch. Auf jeden Fall habe ich es jetzt mal so gebaut, dass es passt. Allerdings nicht nach Anleitung, sondern nach eigenem Gutdünken. Also ich bin mir jetzt relativ sicher, dass hier in der Anleitung ein Fehler drin steckt. Das wird nicht richtig erklärt, wie man die hier zusammensetzt. Aber jetzt sollte das Ganze passen. Probieren wir es mal. Ja, und so haut das Ganze doch hin. Kann man sehen, so soll es aussehen mit den drei langen Platten drüber. Und doch, da habe ich sie jetzt. Jetzt passen die Platten. Auf der Rückseite passt auch alles. Also da müsst ihr schauen, wenn ihr das nachbaut. In dem Punkt hier, da ist irgendwie, ja, hat sich was in die Anleitung eingeschlichen, was nicht so ganz stimmt. Denn ich habe hier auch noch so ein Teil übrig. Also, keine Ahnung, irgendwie komisch. Aber man macht es dann eben so, dass es passt. Und dann kann ich endlich weiterbauen und das hier mit den Platten noch verkleiden. Wobei, da habe ich gleich das nächste Problem. Und zwar brauche ich zwei von den 2x2ern hier, also diesen 2x2er Fliesen. Ich finde aber aktuell nur eine. Also ich habe hier schon mal alles durchgewühlt und durchgeschaut. Ich habe natürlich hier noch sehr, sehr viele verschiedene Teile drin. Aber ich kann keine 2x2er Fliese in Weiß finden. Es ist ja nur eine Verkleidung. Ich baue einfach mal weiter. Vielleicht habe ich die ja auch hier irgendwo übersehen, aber ich glaube fast nicht. Naja, schauen wir mal. Problemchen, Problemchen. Ich befinde mich aktuell auf Seite 30 und habe zwei gute Nachrichten. Zum einen, ja, die vermeintlich vermisste weiße Fliese ist wieder aufgetaucht. Das heißt, so sieht es ja hier an der Front aus und ich kann sie dann hier auch anbringen. Also Kommando zurück, es hat noch kein Teil gefehlt. Das ist die gute Nachricht Nummer 1. Die gute Nachricht Nummer 2 ist, die Designer haben sich hier mal richtig Mühe gegeben und das schon bei dieser ja, vermeintlich schnöden Plattformbasis, wo der hier draufsteht. Die haben hier echt interessante Bautechniken angewendet und ganz, ganz viele kleine Details. Ich weiß gar nicht, wie ich euch die zeigen soll. Bevor ich das hier zubaue, schauen wir uns mal diese kleine Detaillösung an, die einfach nachher, die einfach nachher hier diese etwas gelb durchschimmernden Elemente darstellt, die man hier vorne sehen kann. Und schaut euch an, wie das gebaut wurde. Also mal richtig tricky. Wir haben hier solche Kippgelenke einmal eingebaut, ne, die so nach vorne gekippt werden können. Davon zwei Stück, dann mit Bauumkehr, dann hier diese Zahnnoppen drüber, dann die kleinen gelben Teilchen da reingebaut, alles seitlich hier gegengeschoben. Und dann wird das hier noch mal oben verkleidet. Einmal hiermit und einmal noch hier mit diesen Fenstern. So, dass man dann später eben noch den Bereich hier sieht und das sieht richtig cool aus. Zum Zweiten, der Bereich hier vorne, also dieses nach vorne kommende und auch hier diese geriffelten Steine, wie das zusammengebaut wurde, fand ich auch echt tricky. Da haben die sich richtig Gedanken gemacht. Ich blätter mal eben kurz zurück, um euch das nochmal zeigen zu können. Und zwar geht das hier los. Wir bauen nochmal mit unseren bereits bekannten Teilen hier ein bisschen die Form auf. Dann stecken wir hier die geriffelten Steine zusammen und die werden einfach nur hier zwischengeschoben, haben gar keinen Halt. Dann kommt hier ein größeres Teil oben drüber. Das ist dieses hier und da stecken quasi diese geriffelten Steinchen hier. Ja, die werden dort oben eingesteckt, sodass die an dem Teil hier dranhängen. Also soweit schon mal ganz tricky gemacht. Dann wird das noch etwas weiter umbaut. Es kommt noch mal eine Platte drüber
Und ja, noch ein bisschen mehr wird angebaut, 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 angesteckt und noch mehr angebaut. Und dann bekommen wir eben dieses massive Teil, was dann hier gebaut wurde. Also dieses ganze vordere Stück, das, glaube ich, hätte man echt einfach bauen können. Aber die haben es sich nicht einfach gemacht. Coole Bautechniken, macht echt schon Spaß. Hätte ich gar nicht gedacht, hier allein diese Basis hier zusammenzustecken. Und dann kommen hier natürlich noch diese kleinen Verzierungen. Ja, ihr seht es mit diesen Gelenken, cool. Also echt cool, wie die das gemacht haben. Macht schon tierisch Spaß, allein hier diese kleinen Verzierungen und kleinen Teile zu bauen. Und ja, jetzt geht es hier aber noch weiter, denn die Seite ist noch nicht fertig. Jetzt kommen hier die bedruckten Steine dran. Und ja, Xingbao, vielen Dank. Die haben hier tatsächlich schon die drei Steine, die bedruckt sind, zusammengesteckt. Die kommen nämlich genau so und genau so. Na, wo ist es denn da? In der Box an, dass man die gar nicht mehr selbst zusammenstecken muss. Das ist mal Service am Kunden. Und wenn wir uns die Drucke mal anschauen, sehen die ziemlich gut aus. Also recht sauber. Da oben habe ich eine kleine Unterbrechung in der schwarzen Linie rechts. Aber insgesamt, ja, kann man gut gebrauchen. Gute Drucke, finde ich echt klasse, dass die hier überwiegend mit den Drucken gearbeitet haben und nur ja zwei Aufkleberchen dabei haben. Wäre natürlich noch schöner gewesen, die hätte man sich auch noch sparen können. Aber naja, jammern auf hohem Niveau, sage ich mal dazu. So, weitergebaut. Halbzeit hier beim Sockel. Die eine Seite hier ist schon fertig. Gleich beginne ich damit, genau dasselbe nochmal für die andere Seite zu bauen. Grund genug, mal kurz drüber zu schauen. Ja, wie sieht es denn jetzt aus? Ihr seht, die bedruckten Teile sind angebracht worden. Wir haben hier vorne wieder so Riffelsteinchen drauf gesetzt und dort kann man auch schon ein kleines Problem erkennen. Zum einen habe ich hier Verschmutzungen dran. Das kommt noch aus der Fabrik. Öl und irgendwelche Dreckreste, die da mit drin stecken. Zum anderen kann man es hier sehen mit diesem Steinchen hier. Ja, der ist vermackt und der hat ein paar Schäden und Schläge schon mitbekommen. Also nicht ganz so perfekt, wie man das ganz gerne hätte. Und an einem anderen Stein, nämlich an dem hier, ist mir aufgefallen, der ist schon vergilbt. Ich hoffe, man kann das so sehen, wenn ihr mal unten drunter euch den Stein anschaut und dann hier oben den abgeschrägten, sieht man, dass der eine andere Farbe hat, also eine andere, einen anderen Weißton. Der ist irgendwie schon, ja, der sieht aus, als hätte er länger in der Sonne gelegen. Der ist etwas vergilbt eben schon. Ja, ansonsten sind die Steine eigentlich ganz gut zu verbauen. Sie sind natürlich hier überall auf den Flächen etwas verkratzt und vermackt. Ja, das bleibt hier bei den guten China-Steinchen einfach nicht aus. Aber ansonsten ist es schon ein recht massives Stück geworden, hat auch schon sein Gewicht und so rein optisch, jetzt mal abgesehen von diesen kleinen Schmutzmängeln, ja, ist es okay, lässt sich gut bauen und rein optisch, finde ich, sieht es echt gut aus. Das wird eine mega Basis und wenn man sich die mal anschaut, wie groß die schon wird, dann weiß man, ja, da kommt ein großer Kollege drauf. Ich habe ja hier noch den Predator, den ich schon gebaut habe und wenn ich die mal daneben halte, die ist schon so hoch wie die komplette Predator-Figur. Der Kollege kann sich dann später warm anziehen. Also, soweit der Zwischenstand. Verkratzte Teile, verschmutzte Teile, vermackte Teile, vergilbte Teile. Aber naja, ich verzeihe hier vieles, denn insgesamt sieht das Set einfach schon jetzt allein beim Standfuß. Klingt ja lächerlich, dass ich hier schon bei dem Standfuß irgendwie Glücksgefühle äußere, aber es macht schon Spaß. Was soll ich sagen? Also, ich mache dann mal weiter. Seite 37. Jetzt beginnt der Zusammenbau der zweiten Seite und dann schauen wir uns das Komplettpaket mal an, wenn der Fuß fertig ist. Wir blicken in einen leeren Plastikteller. Alle Teile sind verbaut worden, kein Teil hat gefehlt und die Basis ist komplett fertig. Inklusive, habe ich euch schon gezeigt, dem Alien-Sabber, der da vorne schon mal rumsteht. Ja, und so sieht die Basis nun fertig gebaut aus. Macht einen guten, soliden Eindruck, trotz ja, kleiner Schwächen wie verkratzten Steinen, dem kleinen Fehler in der Bauanleitung, verschmutzten Steinen. Egal, alles egal, es ist trotzdem richtig cool geworden. Hier vorne mit dem Druck, hier mit den Details, die man hier von oben sehen kann. Hier kommen später die Füße des Alien drauf. Ja, was es hiermit auf sich hat, das weiß ich bisher noch nicht. Irgendeine Befestigungsvariante mit Technik,
Teilen, auch hier mit Technik-Pinnen. Hier sieht man es, schwarze und graue. Und die sind hier von Xingbao richtig gut. Die klicken sauber ein, haben eine saubere, kräftige Haltekraft. Also ich denke mal, wenn man von denen mal ein Technik-Set kauft, könnte das auch richtig gut werden. Zumindest hier von der Klemmkraft der Pinne mal, was ich jetzt sagen kann. Ja, ansonsten sind wir dann erstmal fertig. So sieht es von der Unterseite aus. Da ist wenig zu sehen. Und so eben von der Oberseite. Es ist ein mächtiges, recht schweres, solides Teil geworden. Also echt groß. Hier nochmal der Vergleich mit dem Predator. Coole Sache. Also, die Basis ist geschaffen, aber so richtig, ja, legen wir erst jetzt los. Denn im Bauabschnitt Nummer 3 bauen wir den Alien Torso. Und das geht dann mal richtig ans Eingemachte. Wird, glaube ich, auch der größte Bauabschnitt werden. Bin ich mega drauf gespannt, aber für jetzt soll es das gewesen sein. Die Basis ist geschaffen und im nächsten Schritt legen wir richtig los.